Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute habe ich einen kleinen Tipp für euch. Und zwar will ich euch heute zeigen, wie ihr eure Facebook-Daten sichern könnt. Ja, eure persönlichen Daten, ja, Bilder, Videos und so weiter. Ja, beziehungsweise für diejenigen, die das noch nicht wissen vielleicht. Das geht recht schnell und einfach. Ja, man kann sich ein Backup erstellen, wenn man so möchte. Ja, und das lokal auf seinem Rechner speichern. Genau, das geht wie gesagt sehr einfach. Man muss sich erstmal natürlich hier anmelden mit seinem Account bei Facebook und dann hier unter Einstellungen, ja, wenn man jetzt hier auf diesem kleinen Pfeilchen einmal draufklickt und Einstellungen, ja, oder Settings, genau, dann gelangt man hier und zwar unter General, ja, oder Allgemein. Ja, allgemeine Account Einstellungen halt. Und hier ganz unten ist ein Link, ja, die Option hier, Download a Copy of your Facebook Data, ja. Also da werden alle Daten, ja, archiviert und dann können wir die herunterladen. Hier steht es nochmal, Download your, ja, deine Informationen halt. Wir bekommen hier eine Kopie von unserem, ja, was wir geshared haben und so weiter. Also komplett unser Profil, ja. Genau, jetzt müssen wir hier nur noch auf Download Archive hier klicken. Das Passwort müssen wir natürlich nochmal eingeben, ja, aus ja, Sicherheitsgründen. Und schon wird jetzt eine Kopie, eine Archive erstellt. Und wir können das herunterladen einfach, ja. Ich speichere das jetzt einfach mal unter, auf meinem Desktop hier und schon habe ich jetzt hier die Archive. Ich öffne das mal und hier sieht dann eben so aus. Ja, hier sind die Videos, die Bilder, die wir da hochgeladen haben. Wenn ihr da ganz viel habt, sehr aktiv seid, dann kann das natürlich ja, ein bisschen länger dauern. Beziehungsweise, ich empacke das jetzt mal hier. Vielleicht einmal, genau, dann sieht hier so aus, ja. Hier haben wir auch eine Index, hier eine HTML-Datei hier, dann sieht hier so aus, ja. Die ganzen Daten hier und so weiter. Fotos und so weiter, ja. Also ist alles da halt. Ich habe jetzt hier nicht so viel, weil die Fotos, Bilder findet ihr hier zum Beispiel und genau. Ja, was noch zu sagen ist, vielleicht bei mir wurde die Archive hier direkt zum Download angeboten, weil ich das schon mal gemacht habe. Ja, ich habe das jetzt hier einfach mit dem Account hier zum Testen nochmal gemacht. Wenn ihr das beim ersten Mal macht, ja, dann bekommt ihr einen, also die Archive wird generiert, das dauert je nachdem, wie gesagt, also 2, 3, 4, 5 Minuten. Und dann bekommt ihr einen Link per E-Mail mit dem, ja, zum Download der Archive halt. Ja, und schon können wir jetzt hier, ja, haben wir unsere Daten alle hier. Ja, das war es auch schon alles für heute. Ich hoffe, dass es euch schon wie weitergeholfen hat ein bisschen. Und danke fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal.